Marinesoldaten verstecken sich an Bord. Der freundliche Kapitän des Schoners hält die Harananden für Schiffbrüchige und lässt eine Leiter runter. Die Deutschen entern das Schiff mit ihren Waffen im Anschlag. Hands up, ship is brought up. Fait pas de problème, soldat allemand. Sie hatten es geschafft. Sie hatten wieder ein Schiff. Kapitän Kling ließ die Besatzung des Schoners an Land bringen, die Beute unter seinen Leuten verteilen. Noch am Abend packten die Männer ihre Habseligkeiten. Unter einem Baum aber vergruben sie feierlich eine Flasche mit dem Bericht ihrer Abreise von der Insel. Falls Graf Luckner doch noch zurückkehren sollte. Für Kapitän Kling und seine Untergebenen hatte die Zeit der Untätigkeit auf Mopelia nach 5 Wochen endlich ein Ende. Morgen würden sie mit ihrem neuen Schiff auslaufen, das sie in Fortuna umgetauft hatten. Was aus ihnen wurde? Sie segelten zu den 6000 Meilen entfernten Osterinseln, wo sie erneut Schiffbruch erlitten und auf einem Frachter schließlich nach Chile gelangten, wo Alfred Kling für immer blieb. Die zurückgebliebenen Gefangenen wurden 4 Wochen nach der Abreise der Fortuna von einem Frachtsegler befreit. Graf Luckner war inzwischen in neuseeländische Gefangenschaft geraten. Doch auch hier half ihm sein Talent, Menschen für sich zu begeistern. Die Maoris erkannten in ihm den wiedergeborenen Häuptling Waitete und machten ihn zum Anführer ihres Stammes. Nach Kriegsende kehrte Luckner auf einem englischen Truppentransporter nach Deutschland zurück und erzählte einem begeisterten Publikum von seinen Abenteuern. Heimgekehrt als Seeheld in ein Deutschland, das Helden so dringend brauchte. Aus Graf Luckner wurde der Seeteufel, aus dem Schicksal der Seeadler eine Legende, aus den Gefangenen die Helden der Hafenbars und aus seiner Mannschaft die Piraten des Kaisers.